willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Moment, das müssen wir ändern hier. Du musst noch ein Stück rüber hier. So. Ja, heute mal nicht mit dem schwarzen T-Shirt, weil das sorgt für Verwirrung. Und mein Iro steht nicht mehr. Warum steht mein Iro nicht mehr? So, mein Iro steht wieder. Das sieht irgendwie komisch aus vor der Cam. Das sieht aus, wenn ich so gucke, als hätte ich keine Haare und dann kommen da oben die Haare. Nee. Ich habe aber, Leute, ich habe ewig große Geheimratsecken, ne? Guckt euch das mal an. Alter, das... Wenn ich das Geld hätte, ich würde mir ohne Scheiß... Ich fange mal den Run an. Natürlich wieder mit Eden, ne? Ist ja klar. Ich würde mir... Wenn ich das Geld dafür hätte, ich würde mir sofort irgendwelche... nicer Start. Sofort irgendwelche Haartransplantationen... Haartransplantationen leisten wollen. Weil ich mit diesen Geheimratsecken absolut nicht zufrieden bin. Ich rede auch gerade nur, um davon abzulenken, dass ich den Hut vergessen habe. So. Nee, ohne Scheiß. Die Geheimratsecken, die gehen mir auf den Sack, weil ich kann mir meine Haare einfach nicht so machen, oder die liegen einfach nie so, wie ich das haben will. Ich bin absolut, wer mich kennt, weiß das. Ich bin absolut kein oberflächlicher Mensch oder so. Ne? Also... Ach, guck mal, How to Jump. Nice. Das ist ein ganz nices Buch. Ich bin absolut kein oberflächlicher Mensch, weil mir kommt es beim Menschen auf die inneren Werte an, auf den Charakter. Wenn der nicht stimmt, ist scheiße. Kann scheiße aussehen, aber Charakter muss stimmen. Aber ich bin auch nicht so sehr der Mensch, der so arg auf sein Äußeres achtet oder... Also jetzt natürlich, ich gucke, dass ich zumindest mal gepflegt aussehe, ja klar. Nicht so mit fettigen Haaren, wie manchmal vor der Cam. Ich mich manchmal echt für schäme. Aber meine Geheimratsecken mag ich echt nicht. Ich frage mich, das kann mir vielleicht jemand in die Kommentare schreiben, weil ich werde es nicht googeln. Warum heißen die Dinge eigentlich Geheimratsecken? Oh, Bombe. Okay. Das würde mich mal interessieren. Warum heißen die Dinge eigentlich Geheimratsecken? Weiß das jemand? Kann mir das... jemand sagen? Wäre irgendwie cool, wenn mir das jemand sagen würde. Mal gucken, ob wir unseren Streak ausbauen können. Nochmal bumm. Gegen Monstro war das eigentlich echt eine Verschwendung, die letzte Bombe zu... die einzige Bombe zu verballern. Ich habe das Gefühl, sorry Leute. Ich muss mal kurz hier... Ja gut, mein Headset war so laut. Alles klar. Ich hab mal kurz ein bisschen leiser gemacht. Aber die habe ich geerbt, die Geheimratsecken. So ist es nicht. Das ist, ich habe ja auch, wenn meine Haare kurz sind, ich werde euch das nicht zeigen, eine Stelle am Kopf, an der das wirklich aussieht, als hätte ich eine Platte. Naja, Leute, ich werde alt. Ich werde alt. Ausfall. Ich bin in einem knackigen Alter, wenn ich mich bewege, knackt. Squeezy. Squeezy ist nice. Jetzt eine weitaus bessere Tears Rate als im letzten Run, der eigentlich hätte gestern kommen sollen. Also der Run heute hätte eigentlich gestern kommen sollen, weil ich ja gesagt habe, Leute, ja hier jetzt wieder jeden Tag Isaac, ne? Um 12 Uhr. Ihr Fotzen. Nein. Das habe ich nicht gesagt, das würde ich auch nicht sagen. Was ich sagen wollte ist, ich bin einfach nicht zum Aufnehmen gekommen. Ich bin einfach nicht zum Aufnehmen gekommen. Also ich habe was aufgenommen. Das kommt auch heute noch an dem Tag, wo dieses Video online kommt. Aber, weil ich nehme ja immer den Isaac-Part einen Tag vorher auf, ne? Wisst ihr ja, wenn mir das sonst zu knapp wird. Full Health. Okay. Und ich bin raus. Ich habe den Faden verloren. Ne, was soll ich sagen? Jedenfalls, ich bin nicht zum Isaac-Aufnehmen gekommen. Ich war gestern, vorgestern, war ich so müde, dass ich echt nicht dazu gekommen bin, Isaac aufzunehmen. Also, wie gesagt, ich habe was aufgenommen, aber ich wollte danach noch Isaac aufnehmen. Aber ich war so fucking müde, dass ich... Nee, ging nicht. Schlaf muss ja auch mal sein. Und das Ende vom Lied war, geschlafen habe ich trotzdem nur 4 Stunden. Weil ich einfach manchmal abends nicht vom PC wegkomme, weil ich unbedingt noch irgendwelche Videos gucken will. Varo fickt meinen Schlafrhythmus. Weil ich gucke Varo.
ganz viel Maro gucke ich. Ich kann euch auch mal sagen, bei wem ich alles gucke. Also ich gucke, das mache ich schon, also bei zum Beispiel AnyArt gucke ich gerne rein. Bei dem gucke ich Maro schon wirklich seit der ersten Staffel. Bin halt nie so der große Kommentarschreiber unter Videos, weil ich einfach nie weiß, was ich schreiben soll. Bei wem ich auch gerne Maro gucke, ist Mr. Morgame, GLP, Zombay und natürlich Team Easily. Eigentlich auch immer bei Herr Bergmann, aber der ist ja dieses Jahr gar nicht dabei. Er hat auch in irgendeinem Video erklärt, warum er nicht dabei ist, aber das habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Na, aber ansonsten bei so vielen gucke ich eigentlich gar keinen Varro. So, ich brauche einen Schlüssel. I need a key. Vielleicht muss ich mich vor die Tür stellen und singen, weil ihr wisst ja, Music is the key. Hier ist so ein Song, ich glaube von Sarah Connor. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Musik nicht aus. Da muss ich schon selbst grinsen, wenn ich das sag, ne? Fies, Mann. Wobei, da komme ich ran. Was ist das? Odd Mushroom, Fire Rate Up. Ja, aber auch Damage Down. Das ist scheiße. Ich brauche aber einen Schlüssel, Mann. Ich habe keinen Schlüssel. Ich bin der Schlüsselmann. Fies. Kann ich vielleicht noch irgendwo hinnehmen? Larry Junior, hi. Ah, vielleicht kriege ich jetzt den Latch Key. Zufälligerweise. Ich mach mal kurz meine Cheat Engine an. Moment. Nein. Nee, ich glaube, dass wir keinen Schlüssel mehr kriegen. Das ist äußerst doof. Kann man jetzt aber nicht ändern. Ah ja, Cordhanger. Nochmal Tears Up. Ich kann gar kein Tears Up mehr bekommen. Oh, drei Kisten. Das ist somit das Mieseste, was du in einem Devil Deal kriegen kannst. Dead Cat, 9 Lives. Ist ein Anfang. Wir gehen... Ich gehe weiter. Ich finde keinen Schlüssel mehr. Ich finde keinen Schlüssel mehr. Curse of the Lost. Schauen wir mal hier rein. Das ist eine normale Kiste. Da könnte ein Schlüssel drin sein. Hi. Hallo, Schlüssel. Oh, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Oh, Schlüssel, verdammt. Oh, Schlüssel, Motherfucker. Oh, Schlüssel, verdammt. Ja, ja. Das wunderschöne Leben eines Nightwalks. Weil Nightwalk so ein wunderschöner Mensch ist, ist er nicht. Ist er nicht. Ich bin hässlich. So. Alles klar. Ach man, ich freue mich schon auf 2017. Ich freue mich schon auf 2017 und auf ein bestimmtes Spiel, was rauskommen wird. Ein bestimmtes Spiel, darauf warte ich. Und das ist nämlich... Ich habe gar keine Karte. Das ist nämlich... das neue Zelda. Breath of the Wild. Das wird auch Let's Played, Leute. Definitiv. So viel verrate ich euch schon mal. Das wird Let's Played. Ich hol mir nicht die Switch. Ich hol mir es für die Wii U. Möglich, dass es für die... Autsch. Für die Wii U schon im März rauskommt. Für die Switch glaube ich, dass es erst später rauskommt, weil es wird kein... also so laut Gerüchten... Alter, da sind immer will ich aufnehmen. Weil laut Gerüchten... ist Breath of the Wild kein oh Gott, wie heißt's, kein, also das so, da wird's nicht direkt ein Bundle geben, so kein Release-Spiel für die Switch, was auch für mich nicht schlimm ist, weil ich's mir ja eh für die Wii U hole, auch wenn für die Switch vielleicht dann doch schon draußen ist, wenn Breath of the Wild. Oder auch wenn es für die Switch geben sollte. Ich werde mir keine Switch holen, weil mir die einfach zu teuer ist. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mir die Switch nicht holen möchte. Ich kann mir nur einfach nicht leisten. So. Aber ich kenne ja jemanden, der sich die Switch holt. Und da werde ich dann öfters mal spielen. Ich nenne keine Namen, ne? Zum Selbstschutz. Ah, das zweite Pilz-Item. Das zweite Pilz-Item. Vielleicht werden wir Fungi.
Wäre doch mal ganz nice, Fun Guy zu werden. Haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr die Verwandlung. In einem normalen Run zumindest nicht. Sonst immer nur in den, gecrackten Runs, wollte ich gerade sagen. Sonst immer nur in den... Ah, wie heißt es denn? Gamebreak Runs. So. Oh, nice. So. Gucken wir gleich mal, was das für Karten sind. Was ist das? The World? Die können wir uns mal aufheben. Na? Ist das Justice? Sehr schön. Justiz ist cool. Justiz ist cool. Oh, tschüss, Devil Deal, den wir eh nicht bekommen hätten. Aber ganz ehrlich, Leute, scheißen wir auf Devil Deals. Ich krieg eh keine blauen Herzen irgendwie in letzter Zeit. Na gut, ich habe noch ein Leben. Alles ist cool. Ich muss den hier da unten killen. Ach komm schon, hör doch auf, was zu spawnen. So, stirb. Danke. Phew, okay, weiter. Oh. Über ihn hier kann ich jetzt zum Beispiel theoretisch einfach drüber laufen. Hat uns jetzt nichts geglückt. Ist uns jetzt nicht geglückt, sorry. Mein Deutsch ist heute under all kick. Und hallo, oh, The Fallen. Devil Deal Item kriegen wir auf jeden Fall. Wenn ich nicht sterbe. Aber ich habe ja neun Leben. So, komm schon. Na? Und jetzt haben wir ihn. Und jetzt haben wir ihn. Das Razor Blade. Doof. Das Razor Blade ist doof, Mann. Voll der Doofmann. Ich würde gern The World einsetzen. Ja, gehen wir erstmal hier rüber. So. Oh Gott. Oh Gott. Ich würde euch das gerne mal zeigen, aber ich habe da gerade zu viel Respekt vor den anderen Gegnern. Fuck. Tschüss, Devil Deal. Und Angel Deal. Wir beide nicht bekommen. Außer ich kriege jetzt Goldhead oder sowas. So. Ich hätte gerne mal wieder einen Run, wo ich richtig viele blaue Herzchen bekomme. So, habt ihr das gesehen? Ich bin einfach drüber gelaufen. Und ein Damage-Up hätte ich gerne mal. Ein Damage-Up würde ich jetzt feiern. So. Damage-Up würde ich jetzt echt feiern. So, ihr sterbt bitte. Aha, du kannst mir nichts tun. Haha. Napp. So, oh nein, oh nein, oh nein. Ich könnte in den Shop rein. Ich gucke auch in den Shop rein. Ich gehe sogar als erstes in den Shop rein. War eine gute Wahl. War eine gute Wahl. So. Und zumindest mal wieder ein bisschen die Chance erhöht. Und ich nehme noch die 9 Volt Batterie mit, falls wir ein gutes Spacebar Item bekommen. Shielded Tears. Shielded Tears sind ganz nice. Vor allem, wenn wir nicht viel, wenn wir eine hohe Tears Rate haben, aber nicht viel Damage machen. Komm, ich bringe jetzt auch mal ein bisschen. Damit wir auch ein bisschen schneller vorankommen. So. Stirb. Aua, ah, fuck. Ja, dadurch, dass es sich teilt, ist es halt doof gewesen gerade, über ihn drüber zu rennen. Du musst halt wissen, was macht der Gegner, wenn du ihn triffst. Wenn er sich teilt oder wenn er explodiert, solltest du nicht über ihn drüber rennen, wenn er klein ist. Nein, 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 nein. Bei Spinnen kannst du das machen. Passiert nichts, wenn du die berührst dann, also wenn du drüber rennst. Aber die hast du auch mit 2 Schüssen down meistens.
Nicht nur meistens, eigentlich hast du es immer mit mindestens... Nee, nicht immer. Nicht mit der Säumel. Ich habe gar keine... Ich habe gar keine Bombe, schade. Oh Gott. Ah, gut, wir haben den... Ja, wir haben ja die Shield Tears. Alles cool. So. Komm mal her, du. Oh nein. Geh weg. So, ich hätte schon gern echt einen... Ich hätte schon echt gern... Und damit ist jetzt die Dark One. Der nächste dunkle eine. Und vor den Schüssen brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Eher vor dieser Burst-Attacke. Und wir dürfen uns nicht unterhalb von ihm stellen, weil wir sonst von einem Brimstone getroffen werden. Oh ja, mal dunkel. Ich mag es eh lieber im Dunkeln. So, deswegen habe ich auch immer das Licht, wenn ich aufnehme. Aua. Stirb. Ein Devil Deal. Der Goathead. Nice. Und ein neues Spacebar-Item, das ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen werde, nachdem ich den Goathead eingesammelt habe. So, Goathead. Damit ist uns der Devil Deal immer sicher. Und die Satanic Bible. Damit ist uns immer mal wieder alle 6 Räume, ein schwarzes, alle 5 Räume sogar, ein schwarzes Herz sicher, weil wir den Quicker Charge haben. Jetzt noch die Car-Battery und alles ist cool. Curse of the Blind mal wieder. Kommt, gehen wir mal hier rein. Oh, 2 Karten. 2 of Hearts. Ja, die nützt uns gerade nichts. Aber The Fool. The Fool nützt uns da schon eher was. Ich könnte mich aus dem Devil Deal... Nee, nicht aus dem Devil Deal. Aus dem, Boss Rush rausporten. Sofern ich denn einen bekomme. Ich lass die letzte Kiste noch zu. Wobei, jetzt kann ich sie öffnen. Das sind 2 blaue Herzen. Das ist ganz nice. So, und der letzte. Ja, außer du passt halt auf, wenn du über sie drüber läufst. Ne? Klar. Sehr schön. Und dann nach links. Wir müssen uns aber ein bisschen beeilen, wenn wir noch zum Boss Rush wollen. Bisschen ist gut. Wir müssen uns da ein bisschen sehr beeilen gerade. Ah, ja. Bringt euch selbst um. Das wäre nett. Erstmal den in der Mitte. Okay, das ist nur der Mulligan, der fliegen spawnt. Ah. Im Endeffekt haben wir kein einziges Damage ab. Auch wenn wir den, den Small Rock haben. Der ist ja schon wieder egal. Der Effekt ist ja schon wieder egalisiert durch unsere, durch das Damage-Down, das wir bekommen haben. Deswegen hätte ich schon gerne Damage-Up. Fies, ich nehme das linke. Spider-Bite-Slow-Effekt. Jetzt würde ich echt gerne wissen, was das rechte gewesen wäre. Oder ob sich Rerollen gelohnt hätte. Für das linke. Ah, Curse of the Blind ist echt doof. Wenn das so weitergeht, kriegen wir den Boss Rush bei weitem nicht mehr hin. Ich meine, ich mache ihn eh nicht. Ich will mich eh rausporten, aber es geht mir gerade ums Prinzip, dass ich das Item, dass ich ein Item haben will, was da drin ist. Also, was war das Item? Wir bekommen ja ein kostenloses Item. So will ich das sagen. So, komm schon, stirb. Und du auch. Und bitte kein Krampus gleich. Das wäre auch mies. Krampus wäre auch mies. Wäre halt auch mies. So. Na, stirb. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Hier eine Bombe legen. Blaues Herzchen mitnehmen. Und weiter. So. Komm schon. Aua. Stirb. Au. Ah, okay. Seht ihr, das meine ich. Du musst wissen, für sowas, was macht die Challenge-Form? Und da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass die einfach explodiert. Also nicht explodiert, aber... Halt, dass da die Tränen rauskommen. So.
Unsere Range ist halt auch nicht gut, ne? Unsere Range ist halt echt schlecht. Kommt weiter, 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 weiter. Ah, fies. Fieser Raum. So. Aua. Natürlich. Alles, alles tic-tac. Alles tic-tac. Brownie. Ah. Also ich kann jetzt direkt zum Boss. Theoretisch. Ich kann jetzt direkt zum Boss. Weil ich mich wieder rausporten kann. Bei Mom. Also nach Mom. Aber wir. Boah, das wird so richtig knapp, Mann. Das wird so richtig knapp, Mann. Okay. Jetzt kriegen wir Rotten Meat HP ab. Das ist ganz nett. Links oder rechts? Wir nehmen links mit The Mark. Damage up. Nice. Wisst ihr was? Ich nehme das andere auch noch mit Black Powder. Na gut. Na gut. Weiter, weiter, weiter. Komm. Jetzt schnell. Jetzt muss es schnell gehen. Jetzt muss es schnell gehen. Necropolis 2. Jetzt direkt den Boss finden am besten. So. Na komm. Fies, Mann. Solche Räume dauern dann auch ewig, ne? Gefühlt. Komm. Was? Nein, das geht nicht. Okay. Weiter, weiter, weiter. Nein! Okay, ich glaube, den Boss Rush können wir vergessen. Außer durch irgendwie einen blöden Zufall. Dass ich jetzt um die Ecke gehe und da ist einfach. Ja. Emperor, ne? Aber. Nee, geht nicht. Kann ich nicht machen. Nee, wir kriegen den Boss Rush nicht mehr. Wir kriegen den Boss Rush nicht mehr. Schade. Aber verdient. So. Du kriegst die Viecher einfach nicht down mit den Shielded Tears. So, okay, du kriegst sie down, aber... Ja, das war's dann. Mit dem Boss Rush. Selbst wenn ich die Emperor-Karte eingesetzt hätte, ich hätte mich nicht aus dem Boss-Rush rausporten können. Und, ich hätte 3 Sekunden nur gehabt, um Mom zu besiegen. Ich werde auch jetzt die Emperor-Karte noch nicht einsetzen. Die hebe ich mir lieber für die Chest oder sowas auf. Falls wir echt so wenig Damage weiterhin machen. So. Ja, kann man mal mitnehmen. Vorhin hatten wir es noch davon. Ja, 2 Münzen fehlen da noch. 2 Münzen fehlen uns da noch. Alles Taktik, natürlich. Blackheart Strats. Blackheart Strats. Oh, da ist schon der Bossraum, aber da will ich noch nicht rein. Ich will erst die 2 Münzen. Ich will die Car Battery noch haben. Ich will die haben. Ilzi, Ilzi, Ilzi. Vielleicht kriege ich ja noch eine Bombe und finde den Geheimraum. Oh Gott. So. Oh Mann. Ich verliere den Überblick. Da ist eine rote Kiste. Vielleicht blaue Herzen drin. Oh, da ist eine Münze. Da ist auf jeden Fall mal eine Münze. Eine fehlt uns noch. Eine Münze und wir hier kriegen wir Münzen, glaube ich, ne? Von den gelben. Von denen müssten wir Münzen kriegen. Ja. Hallo, Car Battery. Gut, ich werde die Ebene noch clearen. Das ist, glaube ich, das Klügste, was wir jetzt in der Hinsicht machen können. Na, komm schon.
sehr schön. So, weil ich dadurch mein, Dingens, mein Buch wieder auffüllen kann. Und mir gleich einfach zwei blaue schwarze Herzchen holen kann. Dadurch. Wenn ich die Carvery habe. Das lohnt sich dann doch schon. Okay, auch noch. Und einen Raum brauchen wir noch. Das ist sogar der letzte. Und wisst ihr was? Zack, Blackheart Threads. So, nicht einsetzen. Nicht einsetzen, Foxy. Nein, nein, nein. Böse, böse. Ich könnte sogar noch in den Zacki-Zacki-Raum rein dann. Ja, erstmal hole ich mir die hier. Ja, da kriegen wir nämlich zwei schwarze Herzchen. Donaten die drei Münzen und ja, wir gehen in den Zacki-Zacki-Raum. Dann könnte ich die Emperor einsetzen, dann verliere ich nur ein halbes Herz. Schwör bitte, bitte, bitte. So, ich krieg. Na komm, dann gehen wir so raus. Dann behalte ich die Emperor-Karte. Vielleicht nutze ich sie auch gleich einfach auf einer Womp-Ebene, weil die Womp-Ebenen sind am größten. Da können wir dann ein bisschen Zeit sparen. Das wäre auf jeden Fall cool. So. Und das blaue Mom. Seht ihr, die hätte ich sowieso nicht in 3 Sekunden down bekommen. So. Ja? Das dauert aber auch jetzt schon ewig. Guck mal, wie wenig wir Mom gerade mal abgezogen haben. Was natürlich auch daran liegt, dass sie halt die ganze Zeit Gegner spawnt und wir sie nicht treffen können dadurch. Was sie ja ganz clever macht. Oh. Komm schon. Sterb. Dauert das ewig. Wir machen auch nur 5 Damage. Nur in Anführungsstrichen. Die Hälfte haben wir jetzt fast. Es wird ein ekelhafter Marmfight, ne? Jetzt aus Versehen die Emperor-Karte einsetzen, alles nochmal von vorne. Nice. Ah, okay, gut. Das macht jetzt wenigstens mal ein bisschen Schaden. So. Gut, dass ich hier keinen Curse of the Blind habe für den wegen dem Devil Deal. Den ich mitnehmen werde und auch mitnehmen kann. Durch unsere Freund, die Dead Cat. Ah, das hätte ich liegen lassen sollen. Das hätte ich liegen lassen sollen. Gut, dann nehmen wir erst den Pact mit. Und dann Abaddon. Da sind wir nämlich Leviathan und haben 7er Damage. Immerhin. Ich kann dich nicht alleine lassen, Brother Bobby. Ich kann dich einfach nicht alleine lassen. Es tut mir leid, aber Bruder Bobby muss mit. Ganz ehrlich, du kannst Bruder Bobby doch nicht liegen lassen. Ja, komm. The Dark One und the Adversary. Oh, ouch. Ouch. Ja. The Dark One und the Adversary. Autsch. Ich hätte gerne einen Orbital, wenn ich ehrlich bin. Oh nice, die Adversary ist down. Der Dark One lebt auch nicht mehr so lange. Diese kleinen Fliegen, nur diese kleinen Drecksfliegen, Mann. Bei mir im Wohnzimmer. Wir schauen erstmal rein. Ich riskiere es. Damage ab, alles ab, nice. Gut, ich riskiere es und ich werde jetzt noch einen Raum machen. So. Wisst ihr was, eigentlich kann ich auch noch mehrere Räume jetzt machen. Weil jetzt habe ich den Brimstone, Mann. Fucking motherfucking Brimstone, Mann. Motherfucking Brimstone haben wir.
Da ist ein gekreuzter Stein. Ich sehe es. Ach ja, wir haben den Slow-Effekt. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ist denn unser Freund hier so blass, aber daran, dass er so schlecht ist. Nein, warum der Brimstone so blass ist, habe ich mich gewundert gerade. Wir haben hier den Slow-Effekt. The Hermit. Wo kommen wir denn hin? Nach da oben. Ja gut. Trifft sich ganz gut. So. Na komm, ein Raum noch. Dann können wir auf jeden Fall nochmal 2 Herzen dazu bekommen. Was haben wir denn da? Eine Batterie, kriegen wir nochmal 2 Herzen dazu. The Devil. Setzen wir jetzt einfach mal hier ein. Zack. 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 Nice. Brimstone ist nice. Hatten wir schon ewig nicht mehr. Gefühlt. So, was haben wir hier? Perks. Gut zu wissen, dass es eine Perks-Pille gibt erstmal. So. Batterie erstmal liegen lassen. Und erstmal den Raum hier machen. Dafür, dass der Run so zäh angefangen hat. Das ist jetzt ganz nice. Power Pill. So. Okay. Zack. Zack. Oh, oh nein. Stirb. Stirb. Was haben wir hier? Health Up war jetzt nicht so nett. Range up. Range down. Range down. Ist alles egal. Range up, range down. Das Doofe ist halt, ich hatte noch nicht, das Vergnügen mit Krampus. Und ich habe halt echt Angst, dass der jetzt kommt. Wisst ihr? Also ich will mein rotes Herz halt noch loswerden. Wäre mir ein Anliegen. So. Okay, was haben wir hier? Nein, ein rotes Herz sammle ich nicht ein. Dann gehen wir weiter. Ein halbes rotes Herz würde ich einsammeln. Da ist noch eine Batterie, das ist gut. Ein Raum noch bitte. Ein Raum noch bitte. Ich habe gerade was vor, ne? Ihr merkt's schon, ne? Ihr merkt's schon, dass ich was vorhab. Gehen wir nämlich jetzt hin. Wir spielen dann ihn hier. Da kriegen wir noch nicht mal so viel Schaden, weil ich ja den Polaroid-Effekt bekomme. Jetzt doof, dass ich die ganze Zeit irgendwelches Zeugs hier krieg, was ich nicht haben will. Gimpy. Gimpy nehmen wir mit. Den Burnt Penny auch. Und dich springe ich einfach in die Luft. Dich springe ich einfach in die Luft. So, und deswegen habe ich gesagt, Batterie nicht aufsammeln. Dann können wir uns zumindest mal noch ein bisschen Leben holen. Ein bisschen. Komm, den Raum nehmen wir noch mit. Wer hatte die Idee, dass ich den Raum noch mitnehme? So, das halbe Herz nehmen wir auch mit, weil dann behalten wir den Polaroid-Effekt. Alles ist cool. Und was war hier? Genau. Da war der Brimstone drin. Ah, Scarred Womp 1. Ganz nice. Also wir kriegen jetzt immer mal wieder Bomben dazu, wenn wir Geld aufsammeln. Das finde ich halt extrem nice. Extremely nicer Dicer. Und was ich jetzt feiern würde, wäre der, fast hätte ich das halbe Herz eingesammelt. Was ich jetzt feiern würde, wäre, Camisette. Wir lassen die Batterien mal liegen.
Wer weiß, wozu es noch gut ist, ne? Wer weiß, wozu es noch gut ist. Guck mal, da ist schon direkt mal. Ich schaffe es leider nicht, die Augen so zu bezwingen, dass sie erst gar nicht spawnen. Praktisch so zu bezwingen, dass sie gar nicht mit keinen Augen spawnt. Der Shielded Tears Effekt ist damit natürlich auch weg, ne? Mit dem Brimstone. So nebenbei. Und jetzt kommt Krampus. Nein, tatsächlich nicht. Na, dann nehmen wir Dark Matter mit, macht auch nochmal Damage ab. Und Rotten Baby nehmen wir auch mit. Blöde Fliegen. So, dann können wir nämlich hingehen. Batterie einsammeln. Und die Batterie einsammeln. Sehr nice. Einmal Ewas einsetzen. Schade. Hätte ja eine Luke sein können. Also, Crawl Space. Kein Krampus gekriegt. Eigentlich ganz nice. Andererseits wäre die Kohle jetzt richtig geil gewesen. Cathedral. Die Cathedral. Dann waren wir hier das letzte Mal mit einem Brimstone. Und jetzt stimmt auch der Damage so halbwegs. So halbwegs zumindest. Ja. So. Ach, Mann. Da haben wir noch eine Bombe. Bomben kriegen wir jetzt halt im Überfluss, wenn wir Geld kriegen. Gehört halt auch noch dazu, wenn wir Geld kriegen. Sehr schön. Mal rein. Was haben wir hier? Ein halbes Herz. Hat sich voll gelohnt. Dafür jetzt 3 Minibosse, oder eigentlich sind es ja Bosse, zu besiegen. So, wobei ich Fistula schon echt lange nicht mehr als Boss hatte. An der Stelle mal gesagt. Pistola hatte ich echt schon lange nicht mehr als Ebenenboss. Was eigentlich ganz schade ist. So. Ne? Ah, du bist der, der Monstro. Okay, hallo. Geld und Bomben. Geld bedeutet Bomben. Der Duke of Lies. Hahaha. Der Duke of Lies, das ist so ziemlich jeder Prank-YouTuber in Deutschland. Hat er nicht gesagt. Nee, sorry, ich mag keine Prank-YouTuber. Weiß nicht, ist nicht meins. Sind alle irgendwie so komisch. Alle irgendwie so komisch. Also komisch nicht im Sinne von haha lustig komisch. Nein, nein, komisch im Sinne von die sind komisch. Weiß nicht. Irgendwie sind sie alle gleich. Sehen alle gleich aus. Kennen sich natürlich alle. Beim Vor-, Nachnamen und Penislänge. Hat er nicht gesagt. Aber irgendwie. Nee. Also, wer es gucken will, klar, kann es gerne machen. Ich guck halt keine Pranks. Hab nix. Ich hab nix gegen die Leute persönlich. Ich mag nur keine Pranks. Oh. Außer wenn es so gefaked ist und so dumm ist, dass es wieder witzig ist. Ihr versteht, was ich meine. Also wenn es jetzt irgendwie was so richtig. Ja, so eine Verarsche oder sowas ist. Dann ist es wieder was anderes. Doppelmoral, ne? Nein. Nee, ich mag keine Pranks. Ganz einfach. Kann euch nicht sagen, warum das so ist. Ich mag sie halt einfach nicht. Ich könnte versuchen, das zu erklären, warum ich keine Pranks mag, aber warum mag man was nicht? Weil man halt sich mit diesem Content nicht wirklich identifizieren kann? Kann man das so sagen? Ich kann halt, ich finde diesen Content persönlich, ist nicht mein Geschmack. So. Da haben wir es. Das, ja, die Aussage, die mir nicht einfallen wollte, ist nicht mein Geschmack. Ne? Kommt einer raus und sagt, das ist ein Streich. Das ist ein Streich. Muss ich diese
Folge eigentlich nennen. Pranker sehen alle gleich aus. Keine Ahnung. Gehen wir mal in die Chest, guck mal, was die Chest für uns bereithält. Ja, die Folge geht auch schon wieder 40 Minuten, Mann. Das ist nice. Das ist auch nice. Und das andere lasse ich liegen. Wow. Zwei Brimstones. Jetzt hätte ich gern Tränen, wenn ich ehrlich bin. Bei 2020 finde ich auch so selten, ne? 2020 ist auch was, das kriege ich so selten. Leo Stompy. Nützt uns, glaube ich, auch nichts, aber. Oh, Bob's Brain vielleicht? Nee, Bob's Curse. Schade. Keksi hat sich jetzt schon auf Bob's Brain gefreut. Der Blutende. So. Der Blutende ist down. Jetzt. Der Blutende. The Bloat. Ja, noch einen Schlüssel nehmen wir gerne mit. So. Was krieg ich von dir? Den Steam Sale. Ist ja cool, wenn du wirklich dann so alle Spiele nur zur Hälfte bei Steam. Nur für die Hälfte. Irgendwie cool. Oh, Lag. Mega Lag gerade gewesen. Das war ein Mega Lag gerade. Ah, unser Only Friend. Guck mal hier, Schaden. Komm. Bring ihn mal um. Der Bucket of La. Oh, First One. Plus 2 Damage. Bestes Trinket ever. Beste Kombo ist, wenn du 2 Trinkets mitnehmen kannst. Natürlich Curve Town und Cancer. So. Ja. Ja, Cancer. Binding of Isaac Afterbirth. Das einzige Spiel, wo man sich freut, Krebs zu bekommen. Nee, Leute, Krebs ist nichts Witziges. Über Krebs machen auch keine Witze. Zweite Spritze. Wäre jetzt cool gewesen, wenn es schon die dritte Spritze gewesen wäre, weil dann hätten wir die Spun-Transformation. Aber eine Transformation haben wir ja, allerdings eine, die nicht so selten vorkommt bei uns, die Belzebub-Transformation. Ne, Leviathan-Transformation, sorry. Kriegen wir gleich eine Karte. Oder ein cooles Item. Oder noch eine Spritze. Ne, wir kriegen eine Pille. Oh, Range Down. Range Down. Was haben wir hier? Fat Protector. Das ist ganz nice. Sonst noch was? Ich krieg manchmal mit der mit Guppy's Tail krieg ich manchmal weniger Kisten hier in der Chest, als wir heute gekriegt haben. Manchmal ist es echt wie verhext. So. Blackheart Threads. Das habe ich nur gemacht, um mal wieder Spacebike einzusetzen. Ich habe Seitenstechen, weil ich so viel gegessen habe. Mann. Weiter geht's. Yay. Beide tot. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Nee. Nicht dumm oder so. Sieht schon dumm aus für dich. Kann das sein, dass mit dem Brimstone die Dings trotzdem funktionieren, wie viele Tiers? Oh wow, das sieht mega cool aus. Das sieht mega cool aus. Der Laser und der Brimstone. Seht ihr diese Laser, die um den Brimstone herumgehen? Das sieht mega cool aus, Mann. Ja, das sieht echt mega cool aus. Habe ich schon erwähnt, dass es mega cool aussieht? Jetzt will ich hier eben aber noch. Ja, wir haben sie geklärt, komm. Oh nein, wir sind...
Oh nein, wir sind langsam. Wir haben noch einen Polaroid-Effekt, theoretisch. Aber was haben wir denn hier? Oder hier? Ah, okay. Jetzt kommt ein Raum voller Runen. Algis und Dagas und Burkano und Perthrow. Sogar glaube ich noch irgendwo einsetzen können. Und Awas. So, dann nochmal hier einsetzen und tschüss, das war's. Von der heutigen Folge der Binding of Isaac Afterbirth. Wir sind jetzt bei einem Streak von 3. Wenn ihr mehr Isaac sehen wollt, dann schaut doch einfach in die Playlist rein. Da findet ihr einige Isaac-Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Mehr Netflix.